Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Desperados 2 Box von PA Sports und Kianusch. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Desperados 2, der lang ersehnte Nachfolger dieses guten Stücks hier, Desperados 1. Das Ganze im Jahr 2014 erschienen. Und jetzt im Jahr 2018, also knapp 4 Jahre danach, ist es soweit, Desperados 2 ist draußen. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns dann in Ruhe diese Box bzw. diesen Koffer ansehen. Dann spiegelt das Ganze auch nicht mehr so extrem. Sieht das Ganze aus. Also wir haben hier eine riesige Box in der Form eines Koffers oder in der Optik eines Koffers. Sieht so ein bisschen nach Krokodilleder aus in meinen Augen. Mit so einer goldenen, mit so einer bronzenen Schnalle hier. PA Sports und Kianusch Desperados 2 lesen wir hier. Darunter Life is Pain. Daneben hier dieser Verschluss. Ansonsten hier durchgehend diese Lederoptik. Auf der Oberseite, was ich besonders spannend finde, haben wir so einen Griff. Das heißt, das Ganze hat nicht so eine Kofferoptik, sondern kann wirklich auch so herumgetragen werden. Auf der linken Seite zieht sich diese Optik durch. Hier habe ich einen leichten Knick drinnen, aber den verkrafte ich gerade noch. Rechte Seite ebenfalls, diese Optik. Auf der Unterseite haben wir bis auf die Faltlinien nichts. Oben eben den Griff, hier so zum Herausziehen. Und auf der Rückseite haben wir die Röntgenansicht. Also wenn man mit diesem Koffer oder Gepäck durch den Flughafen, durch den Sicherheitscheck muss, dann wird man ja geröntgt, beziehungsweise das Paket, das Gepäck wird geröntgt. Und in diesem Fall sehen wir, was sich darin befindet. Also eine CD, was haben wir noch? Mercedes Autoschlüssel. Jede Menge Munition, das sieht nach iPhone aus, ein Geldbündel, 500-Euro-Scheine, das dürfte ein Grinder sein, also jede Menge illegaler Sachen, die man nicht ins Handgepäck mitnehmen sollte. Dann haben wir noch einen Barcode und die Credits, Desperados 2. Gut, das Ganze ist hier oben zu öffnen, wir haben hier diese Schlaufe, mit der wir, wenn es funktioniert, mit der wir das Ganze dann hier öffnen können. So, und da kommen wir auch schon zum Boxinhalt. Also wir haben hier einmal das Desperados 2, die Sporttasche. Dann haben wir die Futurados EP, das Album Desperados 2. Die Sicario LP, dann haben wir eine Maske, in meinem Fall eine PA Sports Maske, ein Hochglanzposter, Sticker, Tourflyer und eine Halskette. Gut, die Box machen wir mal wieder zu und geben sie zur Seite. So, und nachdem das meiste hier ebenfalls wieder in Plastik eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal öffnen, damit wir dann nicht immer kurz unterbrechen müssen, sondern dass wir dann wirklich in einem durchgehend das Ganze ansehen können. So, einmal, hier haben wir sogar so eine Lasche. Ein Super Jewel Case, bedeutet das Ganze geht so auf. Dann natürlich die
Bonus EP Futurados. Und dann noch die Sporttasche. So, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Desperados 2, PA Sports und Kianush. Wir sehen hier die beiden. Und was natürlich auffällt, Super Jewel Case. Hier mit dem orangen Balken auf der Seite. Gefällt mir richtig gut. Wir haben auf diesem Album 15 Tracks an der Zahl. Und meine Favoriten sind speziell zwei Tracks. Und zwar ist das einmal der Track 10 Millionen, Track Nummer 3. Und dann Track Nummer 13, Paradies. Die sind mir jetzt so am ehesten im Kopf geblieben. Auch hier wieder Barcode und Credits. Auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Seite lesen wir Desperados 2, Life is Pain, PA Sports, Kianush. Dann schauen wir mal ins Booklet. So, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier PA Sports inklusive drei Tracks und den Infos, wer daran beteiligt war. Nochmals PA hier mit AK, weitere Tracks. Dann Kianush und PA Sports, wieder drei Tracks. In der Mitte des Booklets haben wir beide zusammen, ohne Tracks aufgelistet. Nochmals beide. Dann Kianush, in diesem Fall mit einer Gitarre, auch hier wieder drei Tracks aufgelistet. Und nochmals Kianush. Und dann haben wir hier noch die Infos bzw. Credits zum Album. Und hier das Logo von Desperados 2, Life is Pain. Sehr schön. So sieht die CD aus. Genauso wie auch schon am Cover die beiden abgebildet. Dahinter orange diese Wand. Dann haben wir die Sicario LP, also ein zusätzliches Album, ein Bonusalbum quasi. Life is Pain präsentiert, lesen wir hier. Dann haben wir einen goldenen Bilderrahmen mit zwei Waffen. Das dürften zwei MP5 sein, von Heckler & Koch, Paco Ramirez und Ernesto Carlos, Sicario LP. Wir haben hier nochmals 10 Tracks extra, ohne jegliche Features. Ich muss ehrlich sagen, in die Sicario LP und in die Futurados EP habe ich noch nicht reingehört, muss ich noch nachholen. So sieht das aus. Hier haben wir zwar kein Booklet, aber so einen kleinen Einleger. Der sieht so aus. Also wir haben hier die 10 Tracks aufgelistet, inklusive der Infos. Sehr schön. Life is Pain. Und die CD sieht so aus. Sicario LP und dahinter glatt schwarz. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Paco Ramirez und Ernesto Carlos Sicario LP. Dann haben wir die Futurados EP, Desperados Life is Pain präsentiert. Hier lesen wir PA Sports und Kianush Futurados EP. Und hier haben wir dann nochmal 5 Tracks an der Zahl. Und auf dieser EP haben sie ein bisschen herumexperimentiert. Also, soweit ich es im Kopf habe, sind das eher Autotune-lastige Tracks oder ja, vom Sound her etwas moderner, etwas zukunftsmäßiger unterwegs. Daher auch hier der passende Name Futurados. So sieht das aus. Sieht so ein bisschen nach Milchstraße, nach Weltall aus. Und auch hier glatt schwarz dahinter.
Schauen wir uns auch hier nochmal kurz den Einleger an. So sieht das Cover aus, kennen wir. Dann haben wir hier die 5 Tracks und hier einfach die Infos, wer das Ganze produziert hat. Dreimal Chrismatic, Yoshimixo, Sino Beats und Jermaine P. Alles klar. So, dann haben wir Sticker. Und zwar haben wir 3 Sticker. Zweimal diesen Desperados 2 Sticker in schwarz und weiß quadratisch. Und dann diesen Cover-Sticker von Desperados 2, ebenfalls quadratisch. Dann, ja, zähle jetzt nicht wieder als Boxinhalt, aber hier haben wir einen Tourflyer zur Desperados Gang Tour. Mosh 36 wird auch dabei sein, sehr schön. Und 10% Gutschein auf Life is Pain Merch. Oh, der Tourflyer sogar zweimal drin. Dann ein Poster. Dieses im Querformat, was mir sehr gut gefällt. Ich meine, es ist etwas kleiner, aber es wurde nicht geknickt. Also wir haben hier keinerlei Faltlinien oder irgendwelche Knicke drinnen. Das hier hat sich perfekt in diesen Koffer reingeben lassen. Somit ist dieses glatt und sehr schön anzusehen. Rückseite blank weiß. Dann haben wir die Maske. Diese hier mit den Augen wegzumachen. Also wir haben, die Maske gab es ja in 2 Varianten. Einmal eine PM Sports Maske und einmal eine Kianush Maske. Und es war kompletter Zufall, welche man erwischt. Ich habe in dem Fall PA erwischt. Dann hat man hier hinten einen Gummizug und kann sich das Ganze natürlich an den Kopf dran machen. Und die beiden haben ja gesagt, wenn sie auf Tour sind, dann würde es sich sehr freuen, wenn die Leute mit diesen Masken auf ihren Konzerten auftauchen. Ich bin schon gespannt, wie viele diesem Wunsch nachkommen werden. Es gibt sicher den einen oder anderen, der mit der Maske an einem Konzert auftaucht. Dann haben wir von, was haben wir hier, Fashion Jewelry, eine Halskette in Gold. Und zwar, machen wir das Ganze mal hier auf. Haben wir hier oben den Verschluss, so einen klassischen Halskettenverschluss, ihr kennt das, zum Aufmachen. Und unten haben wir dann eine Maschinenpistole, also hier so eine kleine Uzi an der Kette dranhängen. Ja, glänzt auf jeden Fall richtig heftig, sieht gut aus. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Halsketten, aber wer auf sowas steht, kann man auf jeden Fall tragen. Und man kann natürlich auch die Uzi hier runter machen und die Goldkette ohne Anhänger tragen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch diese Sporttasche, die, wie ich sagen muss, deutlich stabiler oder härter ist, als ich dachte. Also es ist gestärkter Stoff. Und es ist von der Form her so eine reguläre Duffelbag, also von der Größe und von der Form her. Hier lesen wir PS Sports und Kianush, Desperados 2, Life is Pain. Auf der anderen Seite haben wir das nicht, aber wir haben durchgängig eben dieses Camouflage-Muster. Gefällt mir gut, also ich bin generell Fan von Camouflage, auch wenn es natürlich in den letzten Monaten etwas überhand nimmt und jeder Hanswurst mit Camouflage rumläuft. Ich schaue jetzt noch, ob wir noch, jawohl, hier haben wir noch einen Zettel. Life is Pain. Und dann lesen wir hier, man kann das lesen, Gang Merch 100% Nylon made in Vietnam. Grüße gehen raus. Ist auf jeden Fall eine schöne Tasche. Wir haben hier 2 Reißverschlüsse. Also je nachdem, links oder rechts oder einfach in der Mitte lassen. Und dann haben wir 2 Henkel, 2 Träger, diese in schwarz hier angenäht. Gefällt mir gut, eignet sich ideal, um vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen, zum Kampfsport, je nachdem. Oder aber natürlich auch im Flieger als Handgepäck. Sehr schön. Ja,
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Duffelbag bzw. Sporttasche. Die drei Sticker jeweils in quadratischer Form. Die goldene Halskette inklusive Anhänger. Die PA Sports Maske, je nachdem, vielleicht habt ihr auch die Kianusch Maske, eine der beiden sollte auf jeden Fall drin sein. Das Poster im Querformat und dann drei Tonträger, allesamt, also zwei davon im Jewel Case, die Futurados EP im Jewel Case, die Sicario LP im Jewel Case und das Album Desperados 2 im Super Jewel Case. Also jede Menge Inhalt und jede Menge Musik, so wie das sein soll. Sehr schön. Das alles in diesem wunderbaren Koffer bzw. dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PA Sports und Kianusch unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.